Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Hey Leute, ich bin's wieder, der lustige Mann aus dem Internet. Heute reden wir über die Gardenscapes-Werbung. Oh nein, die ist so schlimm. Was hat das mit diesem Spiel zu tun? Das habe ich mich auch gefragt. Ich kannte das Spiel schon, bevor es diese Werbung gab, wo es noch normale Werbung für Spiele gab, wo sich Entwickler noch getraut haben, zumindest App-Entwickler, noch getraut haben, Werbung von ihren Spielen zu zeigen, statt fremde Werbung zu nehmen, weil es ihnen peinlich ist, was sie da entwickelt haben, statt sie einfach das entwickeln, was sie in der Werbung zeigen. Oder die entwickeln ja auch die Werbung. Aber ey, ich verstehe es nicht. Es ist keine Logik dahinter, weil es macht keinen Sinn, dass dann die Leute spielen und schlecht bewerten, weil halt nicht das hintersteckt, was in der Werbung ist. Habe ich schon oft in den Rezensionen gelesen. Bisschen und bekannt vor, oder? Und ja, das Spiel ist nicht annähernd so, wie die Werbung zeigen. Von vorgestern über Homescapes. Und auch hier gibt es wieder viel zu analysieren. Gardenscapes, nämlich ein eigenständiges Spiel, das vielleicht... Warum habe ich Teil 1 nicht? ...das ein oder andere Asset von Homescapes übernommen hat. Es ist genau das gleiche Spiel. Ja, auch der Hauptcharakter Austin ist einfach nur Steuerung C. Steuerung V. Da gibt's einen super slow clap für... Ah, oder was Homescape, weil ich gespielt habe. Oh, das ist die Werbung jetzt genauso. Kreativität! Wow. Im Spiel erbt ihr das Anwesen eures Großonkels und dürft mit Austin zusammen den Garten auf Vordermann bringen. Ey, da fand ich es auch noch so ein bisschen interessant. So, bis ich dann rausgefunden habe, man hat ja gar keine große Einwirkung, wie man was dort stellen kann. Das ist halt alles schon vorgeschrieben. Ab da dachte ich mir, och Mann. Ja. Natürlich Ressourcen. Die kriegt ihr über ein Candy Crush für Arme. Genau, ab da dachte ich dann, echt jetzt? Da musst du tausende Level spielen, bevor du überhaupt noch das kriegst, was du brauchst. Und du darfst auch nicht viele Level verkacken, glaube 5. Und dann musst du erst mal warten, bis dein Leben aufgeladen sind. Yo, und dann blieb einfach nur eine Möglichkeit. Deinstallieren. Obst statt Süßigkeiten. Wow. Wer es eilig hat, der kann natürlich auch echte Moneten ins Game buttern. Wow. Ich hab USK 0. Und ich hab nicht mal was dagegen, wenn man echtes Geld ins Spiel reinsteckt. Wenn es Sinn macht für jetzt extra Leben und so, meiner Meinung nach macht keinen Sinn. Das ist Geldverschwendung. Aber jetzt sowas, was dir dauerhaft was bringt, wie zum Beispiel eine Itembeutel-Erweiterung, wie bei Pokémon Go, zum Beispiel Pokebox-Erweiterung, Itembox-Erweiterung, gerne. Habe ich gerne mal gemacht. Aber sonst... Freigegeben. Und tatsächlich ganz lustig zu spielen. Aber ich verstehe nicht so richtig, warum das nicht einfach ein Homescapes DLC ist. Das ist dasselbe Spiel. Am Anfang darf man sogar seinen Namen frei wählen. Da das Spiel aber leider einen Filter benutzt, konnte ich meinen Namen nicht wählen. Das ist Zum so Glück habe ich einen Alternativnamen gefunden. Und wenn ihr euch fragt, warum ich heute so aussehe und sich meine Stimme so anhört, habe ich die Antwort für euch. Gamescom. Leute, ich habe aber eine Gamescom-Seuche. Aber Gamescom, nicht Gamescom, das sind doch bürgerliche Kategorien. Die Gamescom ist vorbei und die Show muss weitergehen. Daily Content. Er ist hart, aber schön. That's what she said. Gott, nein. Machen wir es super kurz. Klar, Zahlen sind irgendwie auch was Geiles. Und wenn ihr diese Zahl steigen sehen wollt, macht euch einen YouTube-Account und abonniert meinen Kanal. Das ist kostenlos. Und das ist ein super Preis. Aber auch die realen Leute hinter dieser Zahl zu treffen, ist natürlich super geil. Wenn ihr mich irgendwo irgendwann mal sehen solltet, sprecht mich gerne an. Danke, dass ihr so ein geiler Haufen seid und ihr meine doch recht anstrengende Gamescom-Woche so versüßt habt. Mua. Da ich mit meinem 120er Ruhepuls aber gestern nicht wirklich gut einschlafen konnte, habe ich mir noch das ein oder andere Video angeschaut. Und es gibt bestimmt über 200 Studien, die belegen, dass man sein Handy eigentlich nicht mit ins Bett nehmen sollte, damit man gut schlafen kann. Aber gerade deswegen macht man es ja, weil die Studien sagen, nein, macht's nicht. Ist doch immer so, oder? Ich mach's auch. Es gibt auch Studien, die belegen, dass eine natürliche Geburt im Allerdings sollte man nie vergessen, die Helligkeit ganz runterzustellen, weil wenn du wenn du in der Nacht irgendwann aufwachst und aufs Handy guckst, ja, dann deine Netzhaut, die ist einfach weg. Ein sozialeres Event ist, sich im Krankenhaus das Bike aus dem Bauch schneiden zu lassen. Trotzdem würde ich Ihnen niemandem empfehlen, die Nabelschnur durchzubeißen und die Plazenta zu essen, nur weil das gerade ein soziales Happening ist. Wusstet ihr, dass es Hersteller gibt, die aus der Plazenta... Oder kennt ihr die Werbung, die bei manchen Spielen jetzt läuft, mit diesem Zombie-Apokalypsen-Ding? Junge, da schläft ein Mann im Bett, da schläft eine Frau im Bett, dann wird irgendwie alles grün und die rennt weg, buddelt sich irgendwo ein, baut sich unter die Erde einen Pool. Was? Das Spiel ist nicht mal annähernd so. Ich wusste das auch nicht. Jetzt bin ich hier auf eine Taste gekommen, verdammt nochmal. Ich wusste das auch nicht. Und manchmal ist es besser, Dinge nicht zu wissen. Auf jeden Fall habe ich während dieser Zeit 18 Mal diese Werbung bekommen. Junge, die krieg ich tausendmal, egal wo ich bin. Und ich glaube, der Grund dafür, dass ich andauernd solche Werbung sehe, ist einfach, weil YouTube denkt, ich möchte das sehen. Nee, ich mache ja mein Format. Stell euch mal vor, so eine Brille, so eine Smart... Nee, gibt's die schon? So eine Smart... Nee, klar, hier die Apple Vision. Stell euch mal vor, auf einmal lauter Werbung-Pop-Ups vor euch. Das wäre krass. Du fährst gerade so Fahrrad mit so einer Brille, auf einmal so ein
Homescape-Werbung vor dir. Ich muss mir so eine Werbung hier anschauen, aber YouTube, bitte, ich will das nicht sehen. Es ist also wieder dieses typische, du hast drei Items und wenn du das Richtige benutzt, dann stirbt der Typ nicht. Echt mal, wie ist das überhaupt bei so einer Smart-Brille? Du darfst ja beim Autofahren weder das Handy benutzen und du darfst nicht mal deinen Bordcomputer im Auto benutzen. Nein, das ist tatsächlich auch verboten. Nur ein kurzer Blick ist erlaubt, wenn die Verkehrslage es zulässt, zum Beispiel um das Lied kurz zu wechseln oder so, oder um das Navi kurz größer zu stellen, das ist erlaubt. Aber nicht, wenn du in Einstellungen oder sowas musst oder wenn du eine ganz andere Playlist auswählen musst. Das ist dann auch eine verbotene Nutzung wie beim Handy, wird genauso gewertet. Nicht Werbeschema, wo man sich dann irgendwann mal denkt, boah, ich könnte das viel besser als der Typ in der Werbung. Und diese Werbestrategie muss so erfolgreich sein, dass Playrigs das nicht nur für Homescapes und Gardenscapes benutzt, sondern jeder andere App-Hersteller für jede App der Welt. Hier. Ja, und das sieht man auch oft in den Bewertungen, wie erfolgreich das ist. Die Werbung ist gar nicht so wie das Spiel. Scheiß, Werbung ist gar nicht wie das Spiel. Das sind zwar sehr viele positive, aber ich sag euch, wie es ist. Die sind gekauft, deswegen vertraue ich eigentlich mehr nur auf negative Bewertungen. Die haben nicht nur das Spiel kopiert. Ich lese wirklich meist nur negative Bewertungen, auch bei Steam, weil dann sehe ich oft, was sie negativ bewerten. Weil manche schreiben dann, Spiel läuft bei mir nicht, Grafik Mist oder sowas. Und dann denke ich mir, ja gut, okay, das stört mich jetzt nicht. Auch so, wenn es bei mir nicht läuft, okay, aber ey. Und dann auch die Werbung. Aber so richtige negative Kritik gibt es wirklich selten. Aber wieso schneidet der Typ eigentlich mit einer Kettensäge? Zumindest bei Steam. Im Play Store ist wieder ein ganz anderes Level. Ein ganzes Haus durch. Junge, ist es schon schwer genug, okay, mit einer Kettensäge durch Holz zu kommen, okay? Wie schafft er das? Durch Dachziegel und Co. Und wieso? Ja, gut, positive ist aber genauso, hä? Die meisten schreiben einfach nur cool, gutes Spiel. Super. Gut, bei einem Spiel, wo du wirklich nicht schreiben kannst, verstehe ich. Da schreibe ich auch nur geiles Spiel, besser als der Vorgänger oder sowas. Wenn man nichts dazu schreiben kann, aber sonst. Wo sitzt Austin manchmal hier seelenruhig in der Wanne, manchmal, während seine Toilette so aussieht, als wäre sie ein Konditor, der gerade Karamell karamellisiert? Austin, dein Klo ist voll. Da ist was drin. Wenn irgendwas so brodelt, da passiert ja was Chemisches. Da ist nichts mehr in Ordnung. Und das schreit jetzt auch nicht wirklich nach. Vor allem, wer benutzt die Toilette dann noch? Ach, das hier ist ein Spiel, in dem du einen Garten pflegst. Das schreit nach Verdauung. Außerdem hat Austin nicht mehr Klopapier am Start. Oh Gott, nein. Das stimmt eigentlich. Das ist ein Spiel, wo du einen Garten pflegst und das, der ist dann einfach. Ich glaube, er badet deswegen. Oh. Leute, ab wie vielen Jahren ist das nochmal freigegeben? Okay, ich frag nur, ist das. Na gut, bei Sims ist ja nicht anders. Was ist falsch mit der Welt? Wenn ich mal dran denke, PlayStation 2 Sims, da gab es einen Cheat, damit du diese Zensur ausschalten konntest. Aber ich glaube nur per Action Replay. Aber wieso fixt er nicht seine Wanne? Da sind mindestens 400 Liter vollgeschwitztes Austin-Wasser drin, aber nein! Erstmal den Boden bonern, damit er wieder schön glänzt! Bruder, Austin hat nicht mal gespült. Ich würde dringend raten, dass ihr eure Priorität mal überprüft. Au. Es gibt ein Spiel. Ein Spiel über einen Garten. Vor allem manchmal kommt die Werbung auch, die läuft 45 Sekunden oder 30 Sekunden auf YouTube, wenn unüberspringbare Werbung eingestellt ist. Bei zum Beispiel Fail Army ist das oft so, dass unüberspringbare Werbung eingestellt, sogar zweimal hintereinander, was ziemlich nervig ist. Aber, kleiner Tipp, nach den ersten 10 Sekunden meistens oder 5 Sekunden einfach das Video ausmachen, nochmal neu anmachen und dann kommt überspringbare Werbung, die du nach 5 Sekunden überspringen kannst oder gar keine Werbung mehr. Also bei mir klappt es immer. Bei dem du hektarweise Spaß haben kannst. Außer man hat Premium, aber am Handy ist. Ich habe zwei verschiedene Accounts. Wohntyp in der Werbung, einen Schraubenzieher in eine vollgekackte Toilette schmeißt. Lieber Gott, lass mich irgendwann mal so kreativ sein, dass ich mir sowas ausdenke. Aber nein, ich habe mir das nicht ausgedacht. Das passiert wirklich. Was hat das hier mit einem Garten zu tun? Der einzige Grund, warum ich wegen dieser Werbung Bock auf Heckenschneiden habe, ist Austins Brustbehaarung. Aber der Rest, das ist doch... Ey, aber wenn die Spiele mal wirklich so wären, wie die Werbung zeigt, ich würde sie spielen. Ich würde sowas spielen. Das ist manchmal echt cool und interessant, wenn du solche Rätsel lösen musst. Und jetzt startest du so ein Spiel und dann ist so irgendwie so ein Aufbauenspiel oder Kriegsspiel, Alter. Schon wieder nix, was im Spiel passiert. Leute, der fegt da maximal den Boden. Das ist das actiongeladenste... Das Witzige ist, das passiert doch wirklich im Spiel, was die dann der Werbung zeigen. Weil sonst darf man das ja nicht, weil das dann irgendwie Fake-Werbung ist oder sowas. Das ist ja verboten. Zumindest in Europa oder in Deutschland. Nee, ich glaube ganz Europa. Und deswegen gibt es diese Werbung, die sie da zeigen, als Minispiel. Die tauchen aber so verdammt selten auf. Deine Chance ist höher, zweimal ein Lotto zu gewinnen.
was da passiert, aber mehr Action braucht das Spiel auch nicht. Das ist Gardenscapes. Sollst du in Ruhe deinen Garten pflegen und nicht in der Toilette tieftauchen? So eine Werbung haben die doch überhaupt nicht nötig. Warum gibt's die? Warum gibt es diese Werbung? Das ist was, oh Gott, ich schon ewig vielleicht nur, damit sich Leute drüber aufregen und Videos darüber machen. Nee, oder? Ich sag immer, weil es ihnen zu peinlich ist, ihr eigenes Spiel zu zeigen. Einfach nur, weil die Menschen uns wirklich vorstellen, wegen sowas ködern lassen. Warum sind wir so? Und wer macht sowas? Sind wir wirklich so einfältig und faul, dass wir zu Hause in unserem Sessel sitzen und uns denken, ich hätte diesen Rasenmäher nicht mit Wasser übergossen. Ich bin intelligent und werde mir jetzt dieses Spiel runterladen. Das klingt nach Jolli. Und warum kippen die andauernd Öl ins Feuer? Gibt es für Werbung eigentlich auch sowas wie FSK oder so? Oder läuft das einfach ungeprüft auf? Ich kann mir vorstellen, dass der Trick dahinter liegt, die Werbung so zu machen, so alles falsch zu machen. Wasser in Elektro, Öl ins Feuer. Dass die Leute denken, echt jetzt, das kann ich besser, das latsch mir runter und zeig's. Auf YouTube, Instagram. Oder die haben jemanden engagiert, der die Werbung macht, der wirklich ziemlich lost ist. Oder sonst wo. Das kann was auch sein. Eigentlich weiß, was man Kindern nicht unbedingt zeigen sollte. Nur um nochmal den Vergleich zu ziehen. Die Werbung. Das Spiel. Wow. Und dann steht natürlich über der Werbung wieder sowas wie Why is this game so hard? Wo die eigentliche Frage sein sollte, warum bist du so ein degenerierter Klamotteninhalt? Als wäre es nicht genug, dass die Werbung absolut überhaupt gar nicht so aussieht wie das Spiel. Muss ich mir irgendeinen dämlichen Neandertaler anschauen, der Öl ins Feuer kippt? Auf TikTok habe ich jetzt auch eine Werbung gesehen. Da erzählt einer was von Zähneputzen, wie Steinzeitmenschen die Zähne früher geputzt haben. Und als Video blendet der erstmal einen Steinzeitmensch ein, der da sitzt und eine Kippe raucht. Ab da was aus. Also ich finde das immer schlimm, wenn man sich für solche unseriösen Werbung kaufen lässt, echt. Aber gut, das Geld macht bei vielen das Hirnmatsch. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.